Sie gehört dazu. Fick. Also, liebe Anwesende, ich bin gebeten worden, ein paar Worte zur, kleiner Blick, zur Eröffnung der Langkulturen und Kneipennächte zu sagen. Und da kann man ja nicht nehmen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ein paar Sätze zurechtgelegt. Ach, Hallöchen. Also, wir begehen jetzt das 15. Mal die Langkulturen und Kneipennächte in Altkötschenbroda. Die sind, um jetzt mal ein bisschen Retour, Reprise ziehen zu lassen, so entstanden, dass Matthias Wann ein Jahr vorher wir uns getroffen haben und haben die Kultur- und Werbegilde gegründet. Und das waren hier an Ort und Stelle ein paar Verrückte. Unser Grafiker Matthias Kratschmer, die Mandy und der Thorsten vom Bürgergarten und von der Alten Apotheke, wir von der Schwarzen Seele. Wer war noch dabei? Karin Baum von der Stadtgalerie und natürlich der Mehnert. Wie heißt er? Frank Mehnert. Waren immer sehr schöne Diskussionen zwischen den beiden. So haben wir uns getroffen. Damals gab es hier noch die Baustellen und die Straße war noch nicht so frei zugänglich. Aber wir haben damals schon eigentlich das Potenzial hier von dem kleinen, schönen Dorfanger gesehen und haben gedacht, so wie die Vermarktung oder so wie der Bekanntheitsgrad, das hat uns das nicht gefallen. Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir selbst in der Hand nehmen und haben das auch ein bisschen in der Hand genommen. Bisschen natürlich. Also faktisch, da haben wir dann die Gilde gegründet und wollten uns faktisch über den kleinen Marktflecken von Oberschenk, Bürgergarten, bisschen über die Werbung kümmern. So. Und eins der ersten Projekte, die wir in Angriff genommen haben und auch, wie man jetzt hört und sieht, so lange durchgehalten haben, immerhin 15 Jahre, ist und war die Kneipennacht. Und da ein neues? Die Mandy vielleicht noch was sagen. Oh ja! Toll. So, warte mal, ich komme jetzt auch gleich zu dir, Karin. Du hast ja, glaube ich, am wenigsten davon, dass du uns immer so dolle hilfst, ne? Nee, du Matthias, nicht so sehr davon. Doch, der schreibt ja eine Rechnung. Du ja nicht. Ja, aber du. Gut, anderes Thema. So, deswegen habe ich gedacht, ich gebe mit dir jetzt die Blumen anstatt einen Holger. Ach, die würde ich auch gerne teilen wollen. Nee, die sind für dich. So, also die Kneipennächte sind eröffnet, oder? Vielleicht mal noch eine Anmerkung zu dieser sogenannten Ausstellung. Also, dass es fortgeschrieben werden kann, ist so gemeint, dass Sie die Möglichkeit haben, aktiv einzugreifen, indem Sie Dinge zu diesen Stichwörtern hier eingeben. Ja, also eine seltene Gelegenheit, aktiv eine Ausstellung mitzugestalten. Diese Möglichkeit sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ja, im Prinzip funktioniert das hier wie jedes Museum. Es gibt entweder Gegenstände oder es gibt eine Geschichte. Und hier haben wir Stichworte an der Wand und dazu sind die Leute aufgefordert, eine Geschichte oder auch Gegenstände dazu zu liefern. Hier haben wir zum Beispiel Gegenstände und da kann ich mir eine Geschichte ausdenken. Die muss allerdings was mit Kötschenbroda zu tun haben. So läuft das. Robby, eure Gäste können sich die Cocktails hier selber mischen. Was hat es damit auf sich? Ja, wir sind heute unter dem Motto Kultur, Kunst und Cocktails unterwegs. Unsere Chefin hat sich ausgedacht, dass wir die Gäste mal ranführen, was ein Barkeeper alles machen kann. Können sich hier ihre Cocktails selber kreieren sozusagen. Wir haben auch ein paar Vorgaben für Leute, die nicht so kreativ sind. Und genau. Verschiedene Spirituosen, verschiedene Säfte, verschiedene Sirupe. Genau. Wie wird es angenommen?
Gestern besser, heute noch nicht ganz so, aber wir hoffen das Beste. Kommt noch. Genau. Wenn ein Gast sich seine Cocktails nicht selber mischen möchte, helft ihr danach? Na klar, auf jeden Fall. Also wir wollen ja auch bisschen das, die Gäste ansprechen, wie gesagt. Ne? Wenn die jetzt sagen, es ist mir nichts, dann machen wir natürlich mit. Ne? Super, ich drücke euch die Daumen. Alles klar, vielen Dank. Thank you.
Also wir sind hier im Moonshine-Saloon zu den Kneipennächten, Kulturenkneipennächten in Altkötzschenbroda. Und was ihr hier seht, sieht aus wie eine Destille, die halt um 1930 und heute und eigentlich immer verwendet wurde. Heute ist es ein bisschen moderner in der heutigen Zeit. So könnte er aussehen. Und hier wird halt der Moonshine gebrannt, schwarz gebrannter, der halt in Zeiten der Prohibition dann dort überall und auch heute noch in den USA gebrannt wird. Und da heißt der Moonshiner, weil die am Tag nie gebrannt haben, sondern immer in der Nacht. Wir sind keine Profis, ne? Wir sind eine Hobby-Freizeit-Familienbett und machen das erst seit ein paar Jahren. Seit 7. Und spielen wir für Freunde einfach mal, um ein bisschen Gäste anzulocken. Viel Spaß macht's. Genau. Das sowieso.